Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in Gran Turismo 7. Heute mit einer Spezialfolge, nämlich der Ösi fährt am Red Bull Ring. Wie man sieht, ich habe mich ein bisschen optisch angepasst, denn ich war im Sommer erst am Red Bull Ring. Trinke auch jetzt mal einen Red Bull noch zur Einstimmung. Möchte aber anmerken, dieses Video ist nicht gesponsert von Red Bull. Sollte jemand von Red Bull aber interessiert sein, meine E-Mail-Adresse findest du auf meinem YouTube-Account. Ja, einfach eine E-Mail senden an den Giles, weil der trinkt relativ viel von dem Zeug. Ich wähle einen KTM X2. Natürlich, der Ösi muss natürlich auch ein KTM fahren. War selbst sehr oft auf diesem Ring, bin selbst viel Motorrad gefahren dort. Auto, also kenne diese Strecke eigentlich sehr gut. Möchte ich dir ein bisschen vorstellen, bin auch sehr erstaunt, wie genau die Strecke ist. Ja, also, fahren wir gleich mal los. Start-Zielgerade, sehr cool gemacht. Früher ging der alte Ring hier geradeaus, wurde ja verkürzt, glaube ich in den 70er Jahren. Jetzt geht's hinauf, Schönberg gerade, ganz nach oben. Und hier oben, nach der rechten, nach dem Knick, kann ich euch ein bisschen was zeigen. Ich bin sehr erstaunt. Das Spiel wirklich sehr detailliert. Wie gesagt, es ist meine Heimat. Ich kenne mich dort aus. Meine Tochter wohnt jetzt immer noch dort. Grüße an die Nathalie. Hier Schönberg gerade. Schönberghof auf der linken Seite. Und hier ein Kuhstall. Den gibt es tatsächlich. Ja, dieses Teil. Und dahinter Schönberghof. Wenn jetzt hier die Schönberg gerade runterballern. Bremspunkt erwischen. In die rechte. So, und hier die Aussicht, der Hammer. Man muss auch sagen, das Spiel, sogar die Berge stimmen. Ja, also hier Wahnsinn, wie genau das Ding ist. Denn wenn ich hier jetzt um die Kurve fahre, dann seht ihr geradeaus und zwar jetzt den Zierbitz. Den gibt es tatsächlich und hier hinten habe ich tatsächlich gewohnt. Also nicht am Zierbitz, sondern jetzt geradeaus hier in diesem Tal da hinten. Da habe ich gewohnt. Ja, auch hier die Tribünen. Ach, der Wald, das ist 1:1. Ja, also ich bin sehr erstaunt. Hammer, Strecke natürlich. Für mich als Österreicher ein Traum, hier zu fahren, auch noch mit einem X-Bo. Bin X-Bo selbst auch schon selbst gefahren. Fährt aber viel wilder im Original. Ja, also das kann man hier nicht so reinbringen. Das Ding ist richtig, richtig wild. Hier auf der linken Seite, wenn wir jetzt sehen, Obermir, das haben sie ein bisschen umgebaut. Hier rechte Seite Paddock. Unten drunter geht hier ein Tunnel, könnt ihr hineingehen, oben gibt es ein gutes Restaurant, kann man guten Apfelstrudel essen, habe ich erst im Sommer gemacht und habe auch noch sehr viele Freunde dort, die auch hier unterwegs sind. Ich grüße die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg und natürlich Spielberg, grüße euch Jungs und Mädels, denn die sind auch hier sehr oft im Einsatz, ja, deswegen Grüße in die Heimat, an die Freiwillige Feuerwehr. Ich habe den Bremspunkt verpasst. Das kommt davon, wenn man zu viel quatscht. Das kann passieren. Aber wie man merkt, ich bin wirklich sehr happy drüber, hier fahren zu können. Eine traumhafte Strecke. Ich kann es jedem empfehlen. Wer Zeit hat, kommt in die Steiermark. Schaut euch das an. Red Bull Ring, Spielberg, Zeltweg. Irre. Also wirklich geniale Gegend. Gutes Essen. Freundliche Leute. Also Besuch ist es wert. Nicht nur wenn Formel 1 ist, sondern sonst auch. Gibt hier sehr viele Angebote, wenn es interessiert, auch Fahrsicherheitstraining für Auto, Motorrad. Es gibt Racing Days. Man kann auch hier mit Rennwagen fahren auf der Rennstrecke, unter anderem eben den X-Bo. Also sehr viel, was ihr machen könnt. Ich weiß, es klingt jetzt wie Werbung. Ja, ist es auch. Ja, ich krieg's nicht bezahlt, aber ich mache gerade Werbung für Österreich, für Spielberg, für den Red Bull Ring. Traumhaft. Kenne ja noch den Ö-Ring. Ja, so hieß er früher mal, der Österreich-Ring. Dann wurde er der A1-Ring. Und jetzt ist es der Red Bull Ring. Schön auch hier rein in die Zielgerade. Ein bisschen über den Körb. Hemmel macht das auch, kann ich sagen. Und wir sind schön durch. Traumhafte Strecke. Absolut traumhaft zu fahren. Wahnsinn. Macht so viel Spaß. Und natürlich auch in dem X-Bo. Ja, somit ich hoffe, das Ösi Let's Play hat euch gefallen, auch wenn es nicht im Dialekt war.
Ja, wenn eine Dialektversion gewünscht ist, dann schreibt es unten hinein, dann kommt die Dialektversion auch noch. Ja, somit Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Ja, und ich schaue mir jetzt da nochmal den Film an, denn hier, ach, es ist so schön. Ja, dann los. Ja. Danke fürs Zusehen, schönen Nachmittag.